Risiken sieht jeder anders. Sicherheit auch. Gute Unterhaltung bei Chefsache wünscht Ihnen die Dieter Meier Versicherungsmakler GmbH. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Es freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Tja, eine globalisierte Welt hat vor allen Dingen dazu geführt, dass weder die Handels- noch die Warenströme ihre Grenzen kennen. Wir alle wissen, Deutschland profitiert insbesondere davon. Nicht zuletzt deshalb sind wir ja auch Exportweltmeister. Aber was wir auch immer wieder hören, ist, dass dort, wo Made in Germany draufsteht, nicht unbedingt Made in Germany mehr drin ist. Der Produktionsstandort Deutschland bröckelt unter Kosten, Druck und Profitwahn. In meiner heutigen Folge von Chefsache habe ich einen Mittelständler eingeladen, der leidenschaftlich für den Produktionsstandort Deutschland kämpft. Es ist Wolfgang Grupp, der Geschäftsführer und Inhaber von Trigema. Beste Qualität made in Germany. Dafür steht das Textilunternehmen Trigema. Seit über 90 Jahren eines der erfolgreichsten Textilunternehmen in Deutschland. Doch welche Grundsätze machen sie aus? Gute deutsche Qualität. Geschäftsführer Wolfgang Grupp setzt auf Innovation statt Massenproduktion. Ökozertifikate stehen an oberster Stelle. Kleidung soll weder Mensch noch Natur ausbeuten. Trigema Change Produkte bestehen nur aus natürlichen Biofasern und werden ohne schädliche Zusatzstoffe produziert. Der Stoff, aus dem die Unternehmenserfolge sind. Neben Nachhaltigkeit setzt Trigema auf große Auswahl zu geringen Preisen. Hochleistungsmaschinen laufen im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr. Niedriglöhne für Mitarbeiter? Fehlanzeige. Wolfgang Grupp sagt, der Arbeitslohn in Deutschland ist nicht zu teuer, wenn die Arbeitskraft richtig eingesetzt wird. Wird also aus Mangel an strategischem Know-how so oft im Ausland produziert? Wenn Einsparungen bei Personal und Material vermieden werden können, wo sind sie dann vonnöten? Ja, und jetzt ist er bei uns, der Inhaber und Geschäftsführer von Trigema aus Burladingen angereist. Herzlich willkommen, Wolfgang Grupp. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön für die Einladung, Herr Benzmann. Herzlichen Dank. Herr Grupp, es ist doch ein recht ungewöhnliches Reisemittel, mit welchem Sie hier angereist sind, mit dem Helikopter. Sagen Sie, wo ist denn eigentlich die Welt am schönsten? Aus der Luft oder dann doch am Boden? Sie ist von beiden Seiten sehr angenehm und sehr schön. Einmal von oben und einmal von unten, aber mehrheitlich bei mir natürlich von unten. Und das Reisemittel, mit dem ich angereist bin, ist eine sehr zweckmäßige Geschichte. Ich war damit in 22 Minuten in Ravensburg und konnte sicher auch die Ankunft bestimmen. Man könnte es ja auch böse sagen, es ist eine Liebeserklärung sozusagen an die Straßen der Region. Denn die sind nicht so toll, wie sich auch viele Unternehmer das wünschen. Auch über die Infrastruktur würde ich mich ungern beklagen. Ich muss das nehmen, wie es ist. Wir haben viele gute Straßen und auch in anderen Bundesländern gibt es Raschauer und um Städte herum. Und das ist bei uns in Burladingen nicht der Fall. Wir haben viele Vorteile und ich nutze gerne die Vorteile und nehme die paar Nachteile in Kauf. Wir hören hier öfters von Unternehmern, gerade hier auch aus der Region, dass natürlich für den Produktionsstandort Deutschland auch Straßen wichtig sind. Und hierzulande, gerade am Bodensee, beschweren sich die Unternehmer über die Politiker, die es total, nach ihrer Meinung nach, verbockt haben, eine Infrastruktur hier auf die Beine zu stellen, die dem Produktionsstandort Deutschland letztendlich zugutekommt. Wie sieht das der Wolfgang Grupp? Ja, also ich kann nur von meiner Warte aus urteilen. Also die Infrastruktur ist für uns in Ordnung. Ich sag mal, wir bringen ja unsere Spediteure, die unsere Ware dann transportieren. Das wird dann denen ihr Problem sein. Aber wir haben kein Problem, wenn wir innerhalb 24 Stunden Anlieferung versprechen. Erfolgt das auch? Was die Spediteure daraus machen mit der Infrastruktur, ist dann nicht meine Sache. Und unsere Testgeschäfte werden von uns auch von eigenen LKWs angefahren. Da haben wir auch keine Probleme. Also ich muss generell nicht immer so im Standort Deutschland über die wenigen Nachteile klagen. Ich muss vor allem
die Vorteile nutzen. Und hier auf dem Land und in Baden-Württemberg haben wir sehr viele Vorteile und die nutze ich und nehme dann, wie schon gesagt, die paar Nachteile, auch wenn das vielleicht mal Infrastruktur ist, in Kauf. Sie kämpfen, muss man ja sagen, leidenschaftlich für diesen Produktionsstandort Deutschland. Man sieht Sie, die Talkshows hoch und runter. Sind Sie gerne in Talkshows, Herr Grupp, oder ist es Ihnen wirklich ein Anliegen, dafür zu kämpfen? Gut, also erstens mal, ob ich gerne oder nicht gerne da bin, es ist, ich werde eingeladen. Und wenn ich eingeladen bin, so wie auch heute, dann nehme ich die Einladung gerne an, weil ich erstens mal meine Meinung sagen kann und auch natürlich für den Standort Deutschland etwas kämpfen kann. Man gibt mir eine Plattform und ich möchte auch belegen, dass unser Standort sehr gut ist und dass wir unsere Mitmenschen auch in unseren Arbeitsprozess mit einbeziehen müssen. Das sind wir unseren Mitmenschen schuldig. Auch ich habe Kinder und es wäre ja fatal, wenn meine Kinder keine Zukunftschancen haben. Und so haben unsere Mitarbeiter Kinder und die brauchen eine Zukunftschance und dafür sind wir Unternehmer vor allem verantwortlich, dass wir den Nachkommen auch einen Produktionsstandort, den uns unsere Großväter vorgelebt haben, mit einem Wirtschaftswunder, wie top und wie gut er ist. Und wenn wir heute von Exportüberschuss sprechen, dann ist das die Wirtschaft im Lande und hier sind viele Arbeitsplätze. Wir haben ja viele Beschäftigte und die müssen wir auch weiter erhalten und müssen unsere Mitmenschen in den Arbeitsprozess mit einbeziehen. Was sind denn das eigentlich für Kunden, die Trigema hat? Das sind natürlich bewusste Kunden, die einmal den Standort Deutschland unterstützen wollen, aber die vor allem Qualität wollen. Und wer Trigema kauft, muss sicher gehen, dass er ein Qualitätsprodukt hat, dass er es waschen kann, dass er es öfters anziehen kann und dass es in Form bleibt. Und das will er. Er bezahlt mir nicht einen höheren Preis, nur weil ich in Deutschland produziere. Er kommt zu mir, weil er mich unterstützen will, aber er will dann für den höheren Preis auch etwas mehr haben in Form einer Qualität. Und das ist das Erste, dass das die Anreize sind, die er bei mir bekommt. Und so haben wir Industrie, wir haben Corporate Identity für Großindustrie oder alles, die für gewisse Dinge oder Aktionen eben Qualität wollen. Die werden bei mir gekauft. Aber Massenware, die gibt es bei mir nicht, die wird bei mir nicht gekauft, die wird bei unserem, nicht beim Konkurrenten, sondern beim Kollegen in China gekauft, der eine berechtigte Dasein hat, der, wir müssen auch in China oder in den Billiglohnländern importieren, Billigware, die man nur zwei, dreimal anziehen will, das ist alles in Ordnung und wir produzieren im Gegensatz dazu Qualitätsware. Das heißt also, Ihre Kunden, die setzen ganz bewusst auf Ihre Produkte, weil Sie sagen, über die Dauer hinweg ist das eine sinnvolle Investition. So nehme ich das an. Also uns schenkt keiner, wie gesagt, irgendein Geld. Aber er will für sein Geld eine entsprechende Qualität. Und auch ich bin ja beim Einkauf so, dass ich sage, das will ich länger gebrauchen. Das Auto muss nicht nur repräsentieren, es soll auch Sicherheit oder soll also auch langlebig sein. Dann wird eben anders geschaut, als wenn ich sage, ich brauche das nur ganz kurz und so weiter. So wie jeder, nehme ich an, wenn er ein Auto gemietet hat, wird er anders damit umgehen, als wenn er ein eigenes Auto hat. Wir wissen ja auch, dass sag ich mal, die Form des eingetragenen Kaufmanns durchaus Risiken mit sich wirkt. Wenn wir uns Anton Schlecker anschauen und Sie anschauen, was er aufgebaut hat und dann verloren hat. Macht das Ihnen Angst? Das darf keine Angst machen. Ich muss generell, wenn ich entscheide, auch wissen, dass ich für diese Entscheidung als Erster gerade stehen muss. Das ist ja das, was ich öffentlich verlange, dass endlich die Entscheidungsträger auch für diese Entscheidung als Erster in der Haftung stehen. Wäre das früher so gewesen, dann hätten wir viele Desaster nicht so bekommen. Dann wäre der Gier und Größenwahn früher Einhalt geboten gewesen und es wären viele Entscheidungen anders ausgefallen. Aber wenn ich entscheiden kann und nicht bezahlen muss dafür, dann ist eben viel leichter, eine Entscheidung zu fällen. Ich sag mal, das Angst zu machen, wäre fatal. Eine Entscheidung zu treffen, muss verbunden sein, dass man auch für die Entscheidung gerade steht. Das gehört dazu und das gehört bei mir immer dazu. Und wenn ich, das müssen auch meine Mitarbeiter, das kann ich meinen Mitarbeitern nicht antun, dass ich größenwahnsinnige Entscheidungen treffen würde und geht's gut, ist in Ordnung, kassiere ich und geht's schlecht, dann lasse ich meine Mitarbeiter mit diesem Boot untergehen. Ich habe die Verantwortung für alle Mitarbeiter und muss deshalb auch für meine Entscheidungen dafür gerade stehen, als Erster
so wie ein Kapitän auf dem Schiff, und das haben wir ja in der Vergangenheit öfters gehört, dass hier selbstverständlich verlangt wird, dass er als Letzter das Schiff verlässt. Und das gilt auch für mich. Was glauben Sie denn, warum in der deutschen Wirtschaft nicht wirklich entschieden wird oder nicht mehr so entschieden wird, so wie Sie sich das vorstellen? Haben die Leute Angst? Ob sie Angst oder nicht haben, aber ich sage jetzt mal, sie können, viele dürfen gar keine Entscheidung mehr, sie müssen sie immer mit allen absegnen und so weiter. Deshalb ist die Entscheidungsphase oder Entscheidungsfindung sehr langwierig. Und viele Familienunternehmen sind ja dazu übergegangen, ihre Betriebe an größere Betriebe zu verkaufen. Und wir brauchen wieder ein Zurück zum Mittelstand. Wir wissen, dass der Mittelstand die tragende Säule ist. Wir brauchen kleinere Einheiten, wo der Familienunternehmer oder der Inhaber auch gerade steht, so wie im Handwerk und die kleineren Betriebe. Es gibt ja Tausende von mittelständischen Betrieben, wo das so ist, wo der Handwerker weiß, dass er für seinen Betrieb haftet und gerade steht und tut. Er ist mit seinen Leuten verbunden, er ist mit denen, der Dachdecker ist mit ihnen auf dem Dach, er vespert zusammen. Das ist das, was Mittelstand ist, und das war früher so. So ist das Wirtschaftswunder geschaffen worden. Damals war ein Konkurs eine Schande für einen Unternehmer. Er hat ihn manchmal nicht ertragen und hat sich selbst gerichtet. Das war der ehrbare Kaufmann, und das brauchen wir wieder. Wir brauchen den ehrbaren Kaufmann, den Handschlag, so wie es früher war. Lieber etwas kleinere Einheiten, und die sind leichter steuerbar, überblickbar und verantwortungsvoller zu führen. Man muss natürlich auch das Handwerkszeug dazu haben und es schlichtweg einfach auch können. Ja, die Auftragslage, die ist im Prinzip gut, so wie ich es verstanden habe, aber Sie leben mit der Hand aus dem Mund. Jetzt haben Sie 1200 Mitarbeiter, die natürlich bezahlt werden wollen. Müssen Sie Nerven wie Drahtseile haben oder wie kriegen Sie das hin? Das könnte man so denken, aber ich sag mal, das bin ich gewohnt. Wir hatten früher, vor 30 Jahren, 40 Jahren, hatten wir natürlich Voraufträge. Als ich noch vor 20, 25 Jahren einen Aldi belieferte, dann hat er ein Dreivierteljahr im Voraus 300.000 Schlafanzüge oder 300.000 T-Shirt oder Polohemden bestellt. Die Zeiten sind vorbei. Wir müssen uns dem stellen, was draußen ist. Und wir haben nur Sofortaufträge. Es kauft heute keiner für April oder für Mai. Und das ist zwar ein Nachteil, aber auch eine Riesenchance. Wir haben damit eine Flexibilität im Unternehmen geschaffen, dass wir in 24 Stunden liefern wir. Wir können in 48 Stunden können wir vom Garn bis zum Fertigprodukt produzieren, wenn wir müssen. Und wir fahren eine Produktion von Januar bis Dezember mit Vollauslastung. Und das ist ein Risiko, das ich alleine trage, weil ich gute Näherinnen oder gute Stricker oder gute Färber habe, die auch entsprechend ihren Lohn bekommen. Und die will ich nutzen. Und ein Arbeitslohn in einem Hochlohnland Deutschland ist nicht zu teuer, wenn er genutzt wird. Wenn die sechssprachige Sekretärin konstant sechs Sprachen übersetzen muss, war sie noch nie zu teuer. Erst wenn sie nichts mehr zum Übersetzen hat, dann sagt man sehr leicht, die ist auch zu teuer. Ich muss meine Mitarbeiter bezahlen, das ist für mich, ich habe sie eingestellt, also garantiere ich die Arbeitsplätze und werde sie auch bezahlen, und dann nutze ich sie. Und deshalb produziere ich auf Risiko, auf Lager von Januar bis Dezember. Und kann dann, wenn etwas theoretisch ausgeht, unerwartet, kann ich innerhalb 24, 48 Stunden nachproduzieren. Das ist der Vorteil des Standort Deutschland. Und wir bekommen heute viele Aufträge, weil wir innerhalb 24 Stunden liefern können. Das heißt, in einem Bedarfsdeckung, der Bedarf ist ja gedeckt, es friert ja keiner heute und braucht dringend etwas, ist eine Sofortlieferung das A und O. Und das sehen wir auch im Online. Man erwartet hier eine spontane Lieferung innerhalb 24 Stunden. Der Kunde will nicht mehr warten. Das ist eine Chance. Dafür brauche ich Produktionsstandort Deutschland. Ich nutze ihn und ich nutze auch meine Mitarbeiter. Ich garantiere ihnen den Arbeitsplatz. Sie müssen mir ihre Leistung bringen. Und meine Aufgabe ist es, das zu produzieren, aus meiner Erfahrung heraus, was ich dann auch im Laufe der nächsten Zeit brauche. Stichwort Erfahrung. Das baut man ja im Laufe der Jahrzehnte auf. Das heißt, die Entscheidungen, die Sie jetzt fällen, laufen die im Prinzip intuitiv? So kann man das sicher sagen. Und das können Sie jeden Mittelständler, wenn Sie sagen, Sie haben mehrere Mittelständler in der Diskussionsrunde, dann werden die alle
Ihnen sagen. Sie sind im Geschäft drin, Sie haben Erfahrung und das Beste ist natürlich die Erfahrung. Man weiß, wie man die Erfahrung, auch eine Mutter hat eine Erfahrung mit Kindern. Und eine junge Mutter, die muss sie erst sammeln. Und auch ein Koch oder eine Köchin, überall ist die Erfahrung das Wesentliche. Und deshalb ist es wichtig, dass ich meine Erfahrung natürlich nutze, die ich habe, und die ist nun mal 46 Jahre. Und wenn man in 46 Jahren noch nichts gelernt hat, dann lernt man am Schluss auch nichts mehr. Sie sprechen von Großkunden, wie jetzt beispielsweise einem Aldi. Das ist ja für einen Mittelständler natürlich ein fantastischer Auftrag, wenn er dann plötzlich einen Aldi im Kundenportfolio hat und er eine Großbestellung macht. Man zieht im Prinzip die Produktionskapazitäten hoch und plötzlich kommen dann die Großen und diktieren den Preis. Das kann ich mir vorstellen, passiert auch bei Ihnen. Und was macht man dann? Gut, also erstens mal dürfte das so nicht passieren, wie Sie sagen. Ich sage jetzt mal, selbstverständlich habe auch ich Großaufträge gerne gemacht. Das ist für einen Produzenten immer sehr schön, einen großen Auftrag zu haben. Jeder große Auftrag hat aber auch natürlich ein Manko. Das heißt, man weiß ja nicht, ob der große Auftrag nächstes Jahr wiederkommt. Genau. Das heißt, alles, was positive Seiten hat, hat auch entsprechende Negativseiten. Und ich wusste das immer. Ich wusste, dass ich Großaufträge gerne hereinnehme, dass ich aber das Risiko habe, je größer die Aufträge sind, dass die eventuell nicht mehr kommen. Das muss ich verantworten und das habe ich verantwortet. Und wir haben mit unseren Großkunden zweistellige Millionenumsätze gemacht. Aber es gab bei mir in meinen 46 Jahren nie eine Stunde Kurzarbeit, nie eine Entlassung aus Arbeitsmangel. Ich garantiere den Kindern unserer Mitarbeiter selbstverständlich einen Arbeitsplatz nach der Schule. Das ist meine Verantwortung, die ich trotz Großaufträgen und trotz der Gier, die gerne zu machen und vielleicht damit Geld zu verdienen, aber auch auf der anderen Seite die Verantwortung habe, dass andere darunter nicht leiden. Uns ist es gelungen, und zwar, weil ich eben durch Wissen, dass die Großaufträge morgen vielleicht nicht mehr kommen, eben entsprechend die Produktion steuern muss. Sie wurden hereingenommen, sie wurden draufgesetzt, man hat sie zusätzlich gemacht und ich habe immer dafür gesorgt, dass ich auch eventuell dann neue Kunden bekam, bevor der andere ganz weggegangen ist. Sind Sie ein fantastischer Akquisiteur oder machen das andere? Wir akquirieren die Kunden nicht. Sie können einen Kunden nicht akquirieren. Ein Kunde muss von selber kommen. Wir haben keine Vertreter. Wir rufen keinen Kunden an, ob er bei uns kaufen will. Das wäre fatal, denn wenn ich Sie ewig anrufe, wenn Sie mit einem anderen Produkt zufrieden sind und ich Sie ewig anrufe und sage, Sie sollen meins kaufen, dann gehe ich Ihnen auf die Nerven. Wir bieten etwas und wir warten, bis der Kunde von uns, der potente Kunde, im Prinzip ein Problem mit seinem Lieferanten hat. Und wenn er ein Problem mit einem Lieferanten hat, dann kommt er zu uns und dann werden wir ihm zeigen, dass er mit uns die Probleme nicht hat. Und das ist ganz wichtig, nicht akquirieren, indem man konstant anfragt, ob man nicht kauft, sondern wir müssen warten, bis der Kunde uns will. Und dann müssen wir ihm zeigen, dass er in uns einen echten Partner hat. Jetzt gibt es ja auch Unternehmen, die sagen, jo, da würde ich ja auch wirklich dem Herrn Grupp beipflichten. Wir probieren das Sog-Thema jetzt beispielsweise mit einer Rabattaktion. Da wird dann irgendein Produkt, das kennen wir aus dem Handel natürlich auch von den Textilien, da wird halt irgendetwas stark rabattiert in den Markt gepumpt, damit die Leute dann reinkommen und langfristige Kunden werden. Was halten Sie denn von dieser Strategie? Davon halte ich gar nichts. Bei uns gibt es diese Rabattaktion nicht. Weil ich sage, wir haben einen fairen Preis, das ist der knapp kalkulierte Preis und den kriegt jeder, der entsprechend die Umsätze mit uns macht, einen fairen Preis. Aber eins machen wir nicht, dass wir heute einem Kunden den Preis abnehmen und 14 Tage später wird der gleiche Preis rabattiert, sodass der erste Kunde, der anständige Kunde, der gleich gekauft hat, sich eben benachteiligt fühlt. Wir haben einen fairen Umgang mit unseren Kunden und es gibt bei uns einen im Online zum Beispiel einen Treuebonus. Wer bei uns einen Umsatz von 500 Euro erreicht hat, kriegt konstant 5% auf die darauffolgenden Umsätze. Das geht rauf bei 750 Euro 7,5%, bei 1000 Euro 10%. Und wenn er 2500 Euro erreicht hat, bekommt er 25% auf alle Bestellungen. Das ist ein fairer Rabatt,
der für den Stammkunden als erster gilt und nicht für den Neukunden, der noch gar nicht gekauft hat. Er muss erst uns eine Treue zeigen und dann bekommt er seine Treue belohnt. Deshalb nennen wir das auch Treuebonus. Wenn wir uns genau den Textilbereich anschauen im Vergleich mit China, so wissen wir, dass auch hierzulande Textilien auf dem Markt sind für Spottpreise. Geht Ihnen da das Messer im Sack auf, wenn Sie jetzt, ich nenne mal Namen, ein H&M oder ein Zara sehen? Nein. Ich betrachte das ganz fair. Es muss einer jungen Dame oder einem jungen Mann gestattet sein, auch zu entscheiden, ob er ein Qualitätsprodukt will oder ob er sagt, das trägt er zwei, dreimal, dann wirft das weg. Dann muss er auch Billigware kaufen können. Und ich sage mal, ein H&M und ein Zara oder wie Sie sie alle nennen oder auch eine Aldi-Aktion ist alles in Ordnung. Es gibt Käuferschichten, die weniger Wert auf Qualität legen oder die etwas nur kurzfristig wollen. Denen muss auch etwas geboten werden. Wichtig ist, dass der, der das in Bangladesch oder in China oder irgendwo produzieren lässt, auch dafür die Verantwortung übernimmt, dass dort entsprechend auch mit fair produziert wird. Aber es kann nicht sein, dass ich als Verbraucher in Deutschland etwas günstig bekomme und damit ein anderer Mensch in einem anderen Land darunter zu leiden hat. Wer hat jetzt die Verantwortung? Der Verbraucher, also der, der an der Kasse steht, der in das Regal reingreift und das Zeug kauft, oder der Unternehmer, der das produziert? Der, der an der Kasse steht und das kauft und aus dem Regal nimmt, hat überhaupt keine Verantwortung. Er muss das frei kaufen können, was ihm angeboten wird. Wenn ich etwas anbiete, habe ich die Verantwortung für das, was ich anbiete. Und das geht ja in jedem Restaurant so. Wenn Sie in ein Restaurant reingehen und sagen, Sie wollen ein Essen bestellen, dann können Sie nicht verantwortlich sein für das, ob da Gift drin ist oder nicht. Die Verantwortung hat derjenige, der es anbietet, der Gastwirt. Und so ist es auch bei mir. Wenn ich meine Produkte anbiete und sage, das ist 100% Baumwolle und das ist fair produziert, dann habe ich dafür die Verantwortung. Und deshalb hat jeder Importeur, der draußen fertigen lässt, oder H&M, die draußen kaufen, die haben die Verantwortung für ihre Produkte. Ist die Verantwortung in Ordnung und ist ordentlich produziert, ist überhaupt nichts einzuwenden. Wenn aber Menschen leiden müssen, damit hier Verbraucher billiger kaufen können, dann ist das verantwortungslos von dem Anbieter. Verantwortung hat viel mit Werte zu tun, was ich auch raushöre. Was sind denn so die Werte, für die Sie stehen? Gut, wenn ich von Werten spreche, dann ist das erstens mal der Wert, dass ich meinen Mitmenschen anständig behandle, ihn wertschätze, so was schon das Wort sagt. Und dass ich eine Verantwortung auch gegenüber der Natur habe, gegenüber meiner Umwelt. Ich habe eine Verantwortung gegenüber meiner Heimat. Ich sage mal, deshalb sage ich auch, egal, auch in einer globalisierten Welt, ist es für mich als heimischer Unternehmer eine erste Aufgabe, die ich in meinem Heimatland zu erfüllen habe, bevor ich meine, das Glück draußen zu suchen. Und solange hier Menschen sind, die gerne ihre Arbeitskraft anbieten und gerne arbeiten würden, habe ich auch eine gewisse Verpflichtung, diesen Mitmenschen gegenüber, sie in den Arbeitsprozess mit einzubinden. Und das mache ich hier und das sind für mich Werte, die ich aber nicht so sehr als, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich meinem Nachbarn, wenn er ein Problem hat, eher helfe, bevor ich meine, irgendwo Charity in Afrika zu machen. Ich muss die Mitmenschen in meinem Umfeld, das sind meine Nächsten und die muss ich als Erste beachten. Jetzt geben Sie uns doch noch abschließend einen Tipp den Mittelständlern da draußen, die in der Produktion tätig sind, die mit ihren Lieferanten kämpfen müssen, mit ihren Kunden kämpfen müssen, wenn es um den Produktionsstandort Deutschland geht. Welchen zentralen Tipp möchten Sie diesen Unternehmern mit auf den Weg geben? Also wir haben am Produktionsstandort Deutschland Riesenchancen. Wir müssen sie nur nutzen und wir müssen innovative Produkte produzieren. Das ist ganz wichtig. Nicht das, was der Chinese auch kann oder das Billiglohnland, sondern das, was er nicht kann. Das heißt also Qualität und Innovation. Das ist ganz wichtig. Und dann müssen wir unsere Mitarbeiter mit einbeziehen, das Miteinander. Denn man kann nur gemeinsam Erfolg oder auch gemeinsam Misserfolg haben. Deshalb die Gemeinsamkeit, das Zusammengehören, das muss man wissen. Und eine große Betriebsfamilie, das ist eine ganz große Sicherheit und vor allem ist das ein ganz großer Wert am Standort Deutschland. Und davon zehrt Trigema seit Jahrzehnten, von dieser großen Trigema-Betriebsfamilie. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wolfgang Grupp, der Inhaber und Geschäftsführer von Trigema aus Bröllerding. Es war schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank. Herzlichen Dank, liebe Zuschauer. Das war's auch schon wieder soweit hier bei Chefsache. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche auch wieder einschalten. Ja, und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie uns gewogen. Gleich geht es weiter im Programm. Viel Spaß dabei. Tschüss. Risiken sieht jeder anders. Sicherheit auch. Bis zum nächsten Mal bei Chefsache. Dieter Meier Versicherungsmakler GmbH.